Ja, hallo und herzlich willkommen in meinem gemütlichen Modellbahnkeller. Heute machen wir mal wieder Back to the Roots. Ich erinnere mich, als ich das erste Startset geschenkt bekommen habe, war es einfach nur ein Oval, also ohne Weiche, ohne irgendwas. Du hast ein Oval, du hast eine kleine Dampflok und du hast vielleicht zwei oder drei Waggons, so Güterwaggons hinten dran und quasi, ja, zwei Halbkreise und irgendwie zwei, drei Gerade. Und das baust du als allererstes mal irgendwie auf deinem Schreibtisch auf oder irgendwie im Esszimmer auf dem Esstisch, wo halt gerade Platz ist. Und deine Eltern kommen auch sehr schnell auf die Idee zu sagen, ja komm, dieses Oval kommt auf eine Platte. Und dann kommen deine Eltern auf die Idee, dir was dazu zu schenken. Und was dann ganz oft kommt, sind solche Sachen. Es ist quasi, ihr kennt es alle, das ist so ein fertiges Tunnelportal. Es gibt sie in hunderttausenden Ausführungen. Ja, alles fertig. Das ist so ein Tiefziehteil. Also innen ist nichts Besonderes los. Und ich muss sagen, die sehen alle gleich aus. Und daher habe ich gedacht, wir nehmen uns mal so ein Ding her. Das hat nämlich jeder von uns noch rumfliegen. Und gebraucht kriegst du es auch für ein Apfel und ein Ei. Das habe ich auch nochmal gebraucht gekauft. Was man denn daraus vielleicht ein bisschen Schöneres machen kann, als es einfach hinzustellen. Denn diese Fertiganlagen, also ihr kennt ja diese Fertiggelände, die gibt es von noch, glaube ich, und es gibt noch andere Firmen. Und es hat bestimmt seine Berechtigung, aber ich finde, sie sehen halt immer aus wie Fertiggelände. Du kannst da gar nichts dagegen tun. Oder vielleicht doch, wir wissen es nicht genau. Dann wollte ich euch noch einen Schwank erzählen, und zwar habe ich mal wieder Lust, ein Häuschen zusammenzubauen. Einfach mal, weil es früher Spaß gemacht hat und weil es heute immer noch Spaß macht. Es ist quasi Ergotherapie hoch 10. Ja? Es ist wirklich eine Art Geduldsprobe mit einem Bastelspaß vermengt. Da kann ich mir nichts Schöneres vorstellen. Einzige Ausnahme ist vielleicht, wenn ich ein funkgesteuertes Auto, so ein RC-Auto-Bausatz zusammenbaue. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Aber in dem Fall habe ich natürlich mir einen Klassiker rausgesucht. Hier, die Villa, die Tessiner Villa von Faller. Ein großartiges Gebäude. Es ist Nostalgie pur. Es gibt sehr, sehr viele Berichte über diese Originalvilla. Es ist ja wirklich wunderschön. Und ich habe diese natürlich auch bei mir rumstehen. Überall. Ja? Aber halt noch von früher. Das da hier ist quasi ein neuer Bausatz. Also ein Faller-Klassiker. Das finde ich ja sehr schön, dass Faller das macht. Auch noch mit dem alten Karton. Und hinten auch noch mit der alten Beschreibung drauf. Und da freue ich mich ganz besonders. Und um es quasi jetzt auf den Nenner zu bringen, mit diesen beiden Sachen machen wir einfach mal wieder unser Oval und schauen, was dabei herauskommt. Modellbahnkellerkatze ist natürlich auch wieder überglücklich, im Modellbahnkeller zu sein. Sie begutachtet das neue Stück sehr genau und lässt sich da auch nicht stören. Ich bin ganz begeistert, wie immer nicht alleine, und habe hier meinen allertreuesten Fan. Das freut mich natürlich sehr. Ihr wisst, ich liebe das Märklin M-Gleis, nicht nur wegen seiner robusten Art. Es ist auch sehr günstig. Wir haben hier insgesamt 14 Schienen. So eine Schiene kostet im Schnitt 30 Cent. Das heißt, das ganze Oval an Gleismaterial kostet dich zwischen 6 und 8 Euro. So ein Travo, den kannst du gebraucht, also einen modernen grauen Travo, kannst du gebraucht für ungefähr 30 Euro ersteigern. Manchmal auch für 50 Euro, je nach Zustand. Ich mache hier noch ein Anschlussgleis rein. Dieses ist bei diesen 6 bis 8 Euro auch noch mit drin. Also der Preis ist ein wirklich unschlagbarer Vorteil, wenn du nicht genau weißt, ob du mit Modelleisenbahn weitermachen möchtest. Denn ich habe es ja schon angesprochen, wenn du dir ein Startset kaufst für 500 Euro oder gar für 600 Euro, selbst wenn du dir eins für 400 kaufst, das ist trotzdem noch eine ganze Stange Geld. Und dann stellst du fest, oh Mist, Modelleisenbahn ist ja doch nicht für mich, weil ich habe kein Geld mehr für die anderen schönen Sachen. Dann ist das blöd. Hier zeige ich dir noch einmal die Bestellnummer. Darauf musst du achten. Dieses Eingeben bei eBay, gebraucht kaufen, und du hast einen aktuellen, zeitgemäßen Transformator und kannst analog fahren. Alle Digitalloks, die du neu von Märklin kaufen könntest, fahren mit diesem Travo auch, natürlich ohne Sound, aber sie fahren trotzdem sehr schön. Und die ganzen Analogloks ja sowieso, deswegen machen wir das ganze Jahr. Du hast dein Oval aufgebaut.
Es ist alles fertig. Der Travo ist angeschlossen. Du müsstest jetzt nur noch eine Lok draufsetzen. Du hast ein Startset. Mal eine mehr oder weniger schöne Lok dabei. Ich habe mir jetzt mal eine schöne Lok bei mir rausgesucht. Das hier ist die E94. Ein wunderschönes, ich glaube, deutsches Krokodil nennt man das. Da seid ihr besser als ich. Und es ist eine Analog-Lok. Sie versprüht Gemütlichkeit. Sie ist saumäßig schwer, muss ich sagen. Sie hat 6 Achsen. Ihr habt es ja schon gesehen, wir haben hier den Industrieradius 5120 und wir probieren einfach mal aus, ob man diese Lok mit 6 Achsen auf dem Industrieradius fahren lassen kann. Das Gefühl ist unbeschreiblich. Du stellst deine Lok einfach auf die Gleise, ganz vorsichtig. Jede Achse muss auch genau sitzen und drehst den Trafo auf in freudiger Erwartung, dass sie einfach losfährt. Sie muss nicht irgendwie tuten, heulen, was auch immer machen. Sie muss einfach nur losfahren. Ihr seht, eine Analoglok hat natürlich nicht von Anfang an die Lichter an, sondern je nachdem, wie viel Strom auf den Gleisen ist, sind die Lichter mal heller und mal dunkler. Das tut dem Gefühl, der Stimmung und diesem tollen Motorengeräusch dieser Analoglok keinen Abbruch. Ja. Genau so war das damals. Man war genügsam. Man hatte eine kleine Platte, ein Oval und man konnte ganz, ganz viel Zeit damit verbringen, sich an dieser einen Lokomotive zu erfreuen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Jeder hat so seine erste Lieblingslokomotive. Mit der gehst du ins Bett, wenn es sein muss. Also als Junge natürlich. Als Erwachsener macht man das. Meistens nicht mehr. Aber genau das ist der Punkt. Du erfreust dich an einem einzigen Teil und du erfreust dich nicht daran, dass du, keine Ahnung, 30 Lokomotiven hast. Ja, irgendwann wird es zur Gewohnheit. Aber dieses allererste Oval, diese allererste Lokomotive und die allerersten, meistens Güterzugwagen, die du hinten dran hängst, die bleiben in Erinnerung. In dem Fall sind es einfach nur ein paar Donnerbüchsen, die ich hinten dran hänge. Einfach nur zum Testen, sag ich jetzt mal. Ach ja, das einfache Oval. Wenn du viele Jahre nichts mehr mit Modelleisenbahn zu tun hattest, sie liegt aber bei dir noch im Keller, tu dir selbst einen Gefallen. Hol einfach ein paar Gleise hoch, egal ob Märklin, Fleischmann, Rocco, Lima, Trix und wie sie alle heißen, Pico, was auch immer, ja? Holt es hoch, baut euch ein Oval auf. Mehr muss es wirklich nicht sein und lasst einfach mal wieder eine Lok fahren. Es ist einfach sehr zu empfehlen. Und nachdem wir jetzt getestet haben, benutzen wir das Ding hier. Na, ihr habt es alle mal geschenkt bekommen, garantiert. Und du stellst das einfach total dappig einfach mal hier drauf. Also ganz ehrlich, ich bin schwer mit mir am Hadern, ob dieses Stück Plastik tatsächlich auf einer Modelleisenbahn seine Daseinsberechtigung hat. Es ist, naja, der Funke ist nicht übergesprungen. Ganz ehrlich, nicht wirklich. Ich versuche dennoch, meiner grenzenlosen Empathie für dieses Stück Teil freien Lauf zu lassen. Ich gebe mein Bestes, es einfach mal so in Szene zu setzen. Ich kann mir vorstellen, man könnte was daraus machen, aber der Aufwand würde für heute den Rahmen sprengen. Versuchen wir mal zu eruieren, warum dieses Gefühl da ist oder vorherrscht. Im Grunde genommen ist es dieser Braunton und diese zu rudimentär dargestellten Sachen, die es sein sollen. Die angedeutete Treppe und auch diese stümperhaft gemachten Mauern. Ich habe das Bedürfnis, meine Mauer davor zu setzen, davor zu kleben, obwohl meine ja schon total furchtbar ist. Einfach nur, dass es ein bisschen schöner oder ein bisschen, ja, nicht ganz so künstlich aussieht. Aber gut, wir geben der Sache eine Chance und versuchen sie mal in ein kleines, ja, Anfängerdiorama einzubauen. Als nächstes fragst du dich, wozu diese beiden Ausgänge sind. Und du bekommst ein Glühbirnchen geschenkt. Also so wie ich.
Also du bekommst natürlich ein Leuchtmittel geschenkt in Form von einer LED. Ich liebe Glühbirnchen. Ich weiß, sie sind nicht zeitgemäß, aber ich finde sie großartig. Daher nur für heute und exemplarisch. Das, was du mit einer LED, mit einem LED-Leuchtmittel machen würdest, machen wir mit einer Glühbirne. Bei jeder LED ist ein rotes und ein schwarzes Kabel dran. Und das rote Kabel muss in den gelben Eingang deines Trafos und das schwarze Kabel in den schwarzen Eingang deines Trafos. Da Märklin-Transformatoren Wechselstrom-Transformatoren sind, ist es im Grunde genommen egal, ja. Aber irgendwann wirst du auch mal einen Gleichstromtransformator anschließen. Und dann wäre es schon schön, wenn alle LEDs, die du einbaust, auch in der richtigen Polung dort sind und auch alle wunderschön leuchten. Der Erste, der dir etwas zur Eisenbahn schenken möchte, schenkt dir entweder einen Güterwagen oder einen Anhänger oder eine Lokomotive, wenn das gut mit dir meint oder sie. Oder halt, wie gesagt, so ein bisschen ein Gelände. Oder einen Bausatz für ein wunderschönes Haus. Das hier ist ein echtes Architektenhaus. Es ist, ich meine, Ende der 60er entstanden. Es ist richtig, richtig geil. Also wenn ich mir vorstelle, hier zu wohnen, du kannst hier unten raufgehen. Wir machen das mal in groß. Moment. Schau dir das doch mal an. Du kannst hier raufgehen, die Treppe. Dann hast du das erste Plateau erreicht. Dann gehst du die zweite Treppe rauf. Und hier ist der Hauseingang. Gleichzeitig hast du hier auf der Seite das Wohnzimmer mit Essbereich und Küche. Und hier hast du nochmal ein riesengroßes Aussichtszimmer, Kaminzimmer. Und hinten ist noch das Schlafzimmer. Hier ist noch Keller, Hobbyraum. Da ist garantiert eine Modelleisenbahn drin. Und so kann man sich richtig schön vorstellen, hier oben ist der Kamin, hier ist der Schlot. Dass man in diesem Haus es sich wirklich sehr gut gehen lassen konnte. Es hat quasi drei Ebenen. Hier hinten ist jetzt, da ist das Geländer ab. Dieses Häuschen habe ich jetzt nicht gerade selber zusammengebaut. Das ist wirklich original aus den 70ern. Ja. Das ist uralt. Hier findest du die Garage für dein Auto. Kannst du unten reinfahren. Hier hast du eigentlich einen Balkon, eine Art Dachterrasse. Da kommst du hier raus. Das hier ist dieser Wohn-Schlafbereich. Und ja, hier auch nochmal Hobbyraum, na, haben wir von der anderen Seite gesehen. Und ich glaube, das da hier, das müsste ein kleiner Teich gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Es sieht so ein bisschen danach aus, als wenn hier Fischlis drin geschwommen wären. Ansonsten ist das ein richtig, richtig schönes Designerstück. Eine wunderschöne Villa. Und ja, diese zu beleuchten, macht dann einfach Spaß. Du hast jetzt deine Glühbirne. So, diese Glühbirne steckst du einfach, hier unten sind so Löcher, steckst du wahllos rein, ja. Wenn sie nicht von alleine hält, kannst du noch ein bisschen Klebeband nehmen. Sie sollte auf jeden Fall nirgendwo berühren, weil ihr wisst ja, Glühbirne wird warm, es wird sehr kuschelig. Ja? Dann stellt man das Ganze hin, dann wird das Ganze angeschlossen. So, immer gelb. Ist alles jetzt ein bisschen kurz von den Kabeln. Ich will ja nur mal, dass ihr schematisch wisst, wie es funktioniert. So, und schon hat man eine wunderschön erleuchtete Villa. Ich mache mal mein Licht aus. Dann seht ihr genau, was ich meine. Ist das nicht gemütlich? Und als Nächstes stellen wir mal ganz dezent hier unser wunderschönes, mega hübsches Tunnelportal dazu. So ungefähr. Und dann wahllos, wie wild, gerade noch so ein Häuschen hier hin, irgendwie so. Und vom letzten Mal von meiner Kleinanlage haben wir noch dieses Teil hier. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Das war im oberen Bereich von der Ebene, im letzten Video. Das stellen wir einfach mal hier dahinter. Oder wir können es auch dahin stellen, je nachdem, wie es einem beliebt. Oder so rum. Mal gucken. Wir müssen schauen, wie es passt. Ja? Aber jetzt könnte man schon mit ein bisschen Fantasie sich eine kleine Szene überlegen. So, wunderbar. Dann stellst du hier noch so einen Booster rein. So. Sieht das doch richtig gemütlich. Jetzt drehst du noch ein Trafo auf. Und ich muss sagen, wir haben jetzt hier eine richtig kleine Mini-Anlage. Und vor dieser Szene kannst du Stunden sitzen und lernen. Einfach lernen, wie du es vielleicht in Zukunft auch schön machen könntest auf deiner Anlage.
und du überlegst dir, ob du jetzt vielleicht anstatt jetzt diesen Holzboden, ob du da einfach ein bisschen Flock drauf machen sollst. Aber das sind so die Anfänge, wo man sagt, ja, man könnte eine Landschaft bauen. Wir haben jetzt die Grundplatte kein bisschen verschandelt. Hier rechts im Hintergrund, dieses mehr oder weniger hübsche Ding, ist ja einfach nur aus Styropor gemacht, mit ein bisschen Tesakrepp, brauner Farbe und Wiese. Und das da hier ist ja so ein Fertigteil, haben wir ja jetzt groß und breit vorgestellt. Aber genau so fängt es an und so, glaube ich, ist der perfekte und harmonischste Start, ohne gleich frustriert zu sein. Denn wie gesagt, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du dein Startset auspackst, dass du 2-3 Runden fährst mit deiner Lokomotive, dann bekommst du aber nichts mehr geschenkt, dann packst du das Startset wieder ein und es verstaubt für Jahre in deinem Schrank. Und wir haben leider einen Modelleisenbahn-Enthusiasten verloren, weil er nicht weiß, wie man eigentlich anfangen soll. Und ich denke, ihr habt gesehen, mit wie wenig Aufwand das Ganze jetzt hier ist, dass sowas einfach nur traumhaft schön ist und die Fantasie anregt. Und genau das soll es ja machen. Ja? Wir haben ja hier einfach nur eine Spielzeuglandschaft. Egal, wie sehr du versuchst, realistisch zu sein, es ist wirklich irrelevant. Es ist und bleibt eine Miniaturlandschaft, eine fiktive Landschaft. Du kannst nicht alles 100% originalgetreu wie in der Natur machen. Ja? Das soll es ja auch gar nicht sein. Und ich finde, dass genau das den Charme ausmacht. Das habt ihr ja in meinen anderen Videos auch schon gesehen. Und das erzeugt die Gemütlichkeit, die es braucht, um dieses schöne Hobby weiter am Leben zu erhalten. Und so sieht das Ganze von oben aus. Weit weniger spektakulär, aber einfach nur wichtig, dass man in die richtige Perspektive geht. Und dann bekommst du auch Fantasie. Fantasie, wie du weitermachen kannst. Ob du vielleicht noch ein paar Glühbirnchen oder Leuchtmittel mehr auf deine Anlage verbraten möchtest. Ihr wisst ja, zum Beispiel hier hinten bei meinem großen Bahnhof habe ich mal ganz stümperhaft eine Lichterkette genommen. Das ist zwar dem einen oder anderen sauer aufgestoßen, aber hier geht es um das Ergebnis. Und diese kleine Beleuchtung ist einfach nur stimmungsaufhellend. Also ich zeige es mal kurz. Da ist er. So. Ich habe ihn für 30 Euro gebraucht gekauft. Total ramponiert. Er ist immer noch ramponiert. Hab hier, weil er eben schon so kaputt ist, ihr seht, hier fehlen die Dächer, es ist sehr viel abgebrochen, die meisten Männchen sind umgekippt, aber ich habe hier Löcher reingebohrt und in diese Löcher habe ich einfach diese Lichterketten-LEDs rein. Die restliche Lichterkette, die liegt im Bahnhof drin, deswegen ist er so wunderschön erleuchtet, für wirklich wenig Geld. Die Lichterkette an sich hat keine 8 Euro gekostet. Wenn man das mit richtig coolen, sage ich mal, Profi-Leuchtmitteln beleuchten wollte, wäre man wirklich, also mehr, viel mehr Geld los und es würde viel mehr Arbeit bedeuten. Aber genau solche einfachen Sachen erleichtern dir den Einstieg und du hast dann einfach, du bleibst ein bisschen mehr bei der Sache einfach, ja, weil es schneller vorangeht. Wenn du später erwachsen bist, also manche werden ja nie erwachsen, aber ich sag mal, wenn dein Anspruch steigen sollte und du einfach auch mehr in Richtung, ja, dauerhafte Anlage gehen möchtest, dann rät es sich natürlich, die wirklich Profi-Tipps anzuwenden von den vielen tollen YouTuber, die es da gibt. Aber bei uns, wie gesagt, geht es erstmal nur um die Anfänge, um zum Beispiel so eine schöne Anlage mit einfachsten Mitteln zu gestalten. Jetzt aber nochmal zurück zu unserem schönen Faller-Klassiker. Villa im Tessin. Das hier ist ein Reprint der Originalverpackung von früher. Mal gucken, ob ich das besser hinkriege. So, genau. Das ist, ich habe es euch vorhin schon gezeigt. Und wenn wir die Packung umdrehen, sehen wir, habe ich euch auch schon gezeigt, hier wunderschön von damals die Originalbedruckung und inklusive ein Reprint vom Faller Magazin Nummer 22. Jetzt schauen wir da mal rein. Und das ist jetzt was Wunderschönes bei diesen Retro-Modellen. Wir haben jetzt hier das Faller Magazin Nummer 22 vom April 1961. Es hat damals 75 Pfennige gekostet. Und das Besondere an dem Magazin ist, hier wird noch gezeigt, wie man Sachen auch noch selber bauen kann. Natürlich so gut wie möglich mit Faller-Bauteilen. Aber wenn man jetzt hier zum Beispiel sich das anschaut, dieser Berg
ist quasi ein mobiler Berg. Wenn man sich den Text anschaut, ist es so, dass im Heft Nummer 21 eine Plattenanlage, wie man sie gestaltet, gezeigt wurde. Und diese Plattenanlage sollte so gestaltet sein, dass es eine sogenannte Weihnachtsanlage sein soll. Das bedeutet, du kannst sie an Weihnachten aufbauen und nach Weihnachten wieder abbauen. Dazu benötigt man solche mobilen Berge. Ähnlich wie ich ihn euch vorhin aus Plastik gezeigt habe, nur diese kann man selber bauen. Und es wird auch ganz genau gezeigt, wie, welche Platten man braucht, wie es am besten aussieht, wie es am besten reinpasst. Dieses Magazin ist quasi eines der vielen Selbstbaumagazine von früher, mit vielen Tipps und Tricks zum Häuserbau. Und auch ist hier der Bahnhof München, ich glaube, das hier ist er ja genau, sehr schön in Szene gesetzt, wie man damals mit Profilen von Faller hier diese Bahnhofshalle nachstellen konnte. Ich bin ganz begeistert von diesen historischen Nachdrucken, weil dann kann man quasi ohne schlechtes Gewissen in so etwas reinblättern, ohne dass man Angst haben muss, dass es kaputt geht. Denn die echt alten Kataloge und die echt alten Magazine, die willst du ja eigentlich gar nicht mehr anfassen, weil sie zerfallen meistens schon von alleine. Sie haben ja wirklich mehrere Jahrzehnte hinter sich. Ich wollte euch das nur ganz kurz zeigen. Und das hier ist quasi der Originalbausatz, wie er damals 1961 angeboten wurde, mit den in verschiedenen Farben gespritzten Bauteile. Und das Besondere ist, damals musste man noch ein bisschen schlauer sein, um solche Bausätze zusammenzubauen. Heutzutage hat man einzelne Baugruppen, die man mit maximal 2-3 Teilen zusammenfügen kann, dann kommt die nächste Anweisung. In dieser Anleitung, diese besteht lediglich aus diesen 3 Bildchen, mal gucken, fünf Bildchen. Und mit diesen 5 Bildchen hast du so unfassbar viele Teile, die du quasi zusammensetzen musst, aber trotzdem kommt hinterher dieses Ergebnis raus. Das heißt, damals musste man ein bisschen mehr denken als heute. Ich finde es wunderschön. Ich bin mir sicher, ich schaffe es trotzdem und ihr ja auch. Ich wollte das nur mal ganz kurz gesagt haben, dass ich es total schön finde, dass hier echte Klassiker nochmal neu aufgelegt werden. Oh, liebe Freunde, hier wollte ich euch noch eine wunderschöne Dampflokomotive vorstellen. Das Besondere hierbei ist, wenn man sie sich genau anschaut, das ist die Baureihe 50, sie ist wunderschön, das ist ja mal ohne Frage festzustellen. Sie ist analog und sie hat im Tender etwas ganz Besonderes, und zwar, sie hat eine Kabine im Tender. Unfassbar toll. Ich habe natürlich gleich mal Bernd gefragt, warum im Tender noch eine hocken muss. Er hat mir das so erklärt. Früher gab es bei Güterzügen sogenannte Güterzugbegleitwagen. Dort wurde das Personal untergebracht, was quasi den ganzen Zug überwachen sollte, während die Dampflok vorne fährt. Die Bahn wollte sich quasi diesen zusätzlichen Wagen einsparen und hat somit einen Tenderwagen in Auftrag gegeben, der eine kleine Kabine in sich trägt. Ich habe Bernd gefragt, warum es da nur so wenige gibt, jetzt hier bei der Baureihe 50. Und dann hat er gemeint, naja, also es ist so, dass diese Kabinententerwagen einfach unfassbar unbequem waren. Also da ist nur ein Tisch drin und vielleicht einer oder zwei Stühle und nur ein kleines Regal für die Akten. Und das war's. Im Sommer war es unfassbar heiß und es war immer super duper laut. Und daher wollte niemand vom Bahnpersonal damit fahren. Und daher, ja, durch die fehlende Attraktivität dieses Dings hat sich leider diese Erfindung nicht... Glücklicherweise kam alsbald die Ära der Diesellokomotiven. Und das Güterzugbegleitpersonal saß dann in der Lokomotive. Problem gelöst. Ob eine Dampflok einen Dampfgenerator drinnen hat, sieht man sehr schön am Schlot, so wie hier. Ihr könnt schön in der Mitte diesen kleinen Pümpel oder was auch immer, dieses kleine Ding erkennen, was rausguckt. Nur mal so als Vergleich habe ich eine BR01 dahingestellt. Und wenn man sich diese jetzt anschaut, da ist gar nichts drinnen. Ja? So kann man das sehr schön erkennen. Um Rauch zu erzeugen, braucht man auch eine Dampfflüssigkeit, ein Destillat. Ich habe jetzt mal dieses hier genommen von Soite. Dazu nimmt man eine ganz kleine Spritze mit Kanüle. So,
Ich habe mir hier schon ein kleines Loch reingemacht in dieses Teil. Und dadurch, dass es ja nur noch halb voll ist, muss man, das ist ein bisschen tricky, gehe ich jetzt hier rein und schaue, dass ich mit der Kanüle in irgendeiner Form an die Flüssigkeit komme. Funktioniert sehr gut. So, jetzt saugen wir mal alles ein. Wir brauchen hier nicht viel. Also es sind wirklich nur ein paar Tropfen. Wir wollen ja nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag mit Rauch fahren, sondern, ich meine natürlich mit Dampf, sondern gerade nur so ein bisschen ausprobieren, ob es geht. Ich halte die Spritze hier rein, gerade so 2-3 Tropfen, also 1 Milliliter vielleicht. Einfach nur zum Ausprobieren, weil je mehr drin ist, umso länger dauert es, bis sich das Ganze aufheizt. Aber jetzt schauen wir mal. Los geht's. Trafo aufdrehen. Oh, die Lok fährt. Wie? Oh. Ach komm, echt? Oh. Das ist ja unglaublich. Guckt euch das an. Das ist ja ein Traum. Das ist ja großartig. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier nach wie vor auf dem Industrieradius unterwegs. Also der engste Radius und eine unfassbar lange Lok, die hier ohne Probleme um die Kurve kommt. So. Wir machen jetzt. Oh, ich bin ja ganz begeistert. Okay, also das ist geil. Das ist natürlich schon der Knüller. Oje, da gehen aber echt die Pferde mit mir durch. Aber man muss ehrlicherweise sagen, wenn du nach so vielen Jahren deine Lok wieder rauskramst, draufstellst und sie fährt einfach los. Ich habe sie nicht einmal geöffnet und geguckt, ob die Kohlen passen und. Du hast den Duft in der Nase, du siehst den Rauch, du siehst, dass alles perfekt funktioniert. Da muss man einfach glücklich sein, ja? Das ist die Wertigkeit von dem Spielzeug von damals. Ich hab's ja immer gesagt und die länger dabei sind, die kennen den Spruch. Diese Loks, die haben 50, 60, 70 Jahre überstanden. Du kannst sie immer reparieren, falls sie mal nicht gehen sollten. Beziehungsweise reparieren ist das falsche Wort. Du musst einfach Kohle und Bürste austauschen. Du musst vielleicht mal eine Feder ersetzen. Aber du kannst alles reparieren. Du machst diese Analogloks auf und du siehst genau, wie etwas funktioniert. Und diese Loks haben 50 bis 70 Jahre überstanden und sie werden die nächsten 100 Jahre auch noch überstehen. Für viele Generationen können solche Produkte von damals Menschen einfach glücklich machen. So, Freunde, genug gespielt. Jetzt beginnt quasi wieder der Ernst des Lebens. Wir haben nach wie vor unsere Platte 1,20 m x 70 cm. Ihr habt gesehen, dass ich die alte Anlage innerhalb von 15 Minuten wieder abbauen konnte und jetzt wieder was Neues hier drauf bauen kann. Wir wollen versuchen, diese Oberfläche nicht zu verschandeln. Das habe ich euch letztes Mal verschwiegen. Wenn man hier noch eine dünne weitere Holzplatte mit drauflegt, dann hat man quasi für die Grundplatte keinen Stress mehr. Da können da auch so viele Löcher reinkommen, wie man will, für eventuelle Beleuchtung oder so. Das muss einen dann überhaupt gar nicht mehr jucken. In dem Fall habe ich jetzt keine zweite Platte gefunden mit dem richtigen Maß. Diese dünnen 3 mm Platten im Baumarkt, die sind fertig konfektioniert. Sie sind zum Beispiel 80 x 60 cm und kosten, keine Ahnung, wenn man das Billigste vom Billigen nimmt, kostet es 3 Euro oder so, so eine Platte. Ja. Und die legt man oben drauf und darauf kann man dann mit Kleber, mit Farbe, mit allem möglichen arbeiten. Und wenn man dann genug hat von der Anlage, dann nimmt man es einfach wieder weg. Wie gesagt, eine schöne Winteranlage oder eine Weihnachtsanlage. Ne? Ich glaube, eine Weihnachtsanlage war es, die man halt zu Weihnachten schnell aufbauen und auch wieder abbauen kann. Wir treten in Aktion. Die von mir günstig beschriebene 3 mm Sperrholzplatte oder MDF-Platte, je nachdem, wird unter mein Gleisoval geschoben und dann mit einem Bleistift die Umrisse des Gleises einfach auf die Platte aufgezeichnet. Dann geht's schnell raus zum Sägen. Es ist sehr, sehr einfach, mit einer Stichsäge dieses dünne Brett durchzusägen. Und ich habe großzügig gesägt, sodass immer genug Platz für die Gleise ist. Also
bin immer außerhalb der angezeichneten Linien geblieben, einfach nur um auf Nummer sicher zu gehen. Wie die Faust aufs Auge passt jetzt mein ausgesägtes Oval genau in mein Gleisoval hinein. Auch der äußere Teil des Ovals passt ebenso perfekt dazu. Einfach nur, um besser weiterarbeiten zu können, wird das Ganze einfach mal umgedreht. Ist nicht zwingend notwendig, warum auch immer ich das jetzt aufgenommen habe. Vielleicht einfach nur der Vollständigkeit halber. Jetzt wird alles wieder demontiert. Es bleibt nur noch das Oval der Mitte übrig. Dieses wollen wir jetzt als allererstes in irgendeiner Form gestalten. So, Freunde, und übrig bleibt uns nur noch diese ovale Platte. Damit können wir machen, was wir wollen. Wir können sie anmalen, wir können sie verschandeln, wir können Löcher reinmachen. Wir können es alles überstreichen und neu machen. Wir können sie biegen, wir können, keine Ahnung, Fahrdraht reinfräsen fürs Falakar-System. Und wem das noch zu viel Fläche ist, der sollte sie sich in so Quadranten einteilen. Also der macht dann einfach, keine Ahnung, 2 Querstriche, 4, 5 Längsstriche. Und dann überlegst du dir für jedes kleine Eck eine Gestaltung. Denn Zeit hast du ja. Das Problem ist nur, du hast vielleicht nicht unendlich viel Kohle. Das ist ja das. Das Besondere am Modelleisenbahn bauen, so war es früher zumindest, ist, mit den Mitteln, die dir finanziell zur Verfügung stehen, das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Ja? Also es ist so, dass wenn jemand mit Streichhölzern und mit Schaschlikspießen, ja, ein wunderschönes Blockhäuschen zusammenbaut, in 10 Stunden, weil es wirklich sehr lange dauert und es richtig cool aussieht hinterher, ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist, dass einer gar keinen Bock mehr hat zu bauen und lässt sich eine Anlage bauen und lässt sich quasi eine Fertiganlage hinstellen und sagt, jo, ich habe eine Modelleisenbahn. Diese Range dazwischen ist unendlich. Ja? Da gibt es die Leute, die quasi mit super teuren Programmen, mit Hilfe von Programmen quasi Gestaltung erzeugen. Es geht sogar schon mit KI. Aber das alles wollen wir nicht. Wir sind hier analog. Wir versuchen mit unseren eigenen Fähigkeiten hier ranzugehen und quasi dieses Gefühl zu haben, ja, ich habe selber gemacht. Deswegen sind diese Fertiganlagen auch in meinen Augen nur so semi-gut. Ich hatte auch mal eine. Aber das Problem ist, du kriegst vorgegeben, welche Teile, also welche Gleise du kaufen musst, mit allen Stückelungen, mit allem möglichen Weichen und so weiter und so fort. Und wenn du das alles gekauft hast, dann kannst du es einfach nur zusammenstecken, draufschrauben und das war's. Dann kannst du ganz ehrlich auch ein Lego-Set kaufen. Ja? Da ist auch alles schon fertig. Du musst nicht nachdenken. Es ist nicht deins. Ja? Wenn du etwas zusammenbaust, was 1 Million andere Menschen auch zusammenbauen, kann man nur sagen, jo, das war nicht kreativ. Nein, kreativ wird es natürlich, wenn du eigene Sachen daraus machst. Ja? Aber genau das ist hier auch der Punkt. Ja? Bei den Gebäuden und dann bei den Häusern ist es so, dass ich zum Beispiel so einer bin, ich habe gar nicht die Geduld, so ein Haus komplett aus Holz oder Styropor selber zu machen. Ja? Da gibt es ja Künstler, die können da Sachen draus machen, so originalgetreu, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und es ist 100% selber gemacht. Ich stehe total auf diese Plastikbausätze. Einfach, weil sie von früher noch aus den 80ern dieses Gefühl von damals vermitteln. Damals waren diese Kunststoffbausätze mit diesen Gespritzteilen, ihr kennt sie alle, das Nonplusextra. Und es hat damals schon riesen Spaß gemacht, sowas, also mir, sowas zusammenzubauen. Und es ist heute immer noch so. Das ist so meine Grenze, ja, wo ich sage, ja, mittlerweile kaufe ich manche Häuser sogar schon fertig zusammengebaut, weil sie bei mir einfach nie so schön aussehen. Also mir macht das Zusammenbauen fast mehr Spaß als das hinterher anschauen, weil das hinterher anschauen bei mir immer so, ihr wisst, wie ich baue, ja, immer nur so semi-gut ist, sagen wir es mal so. Aber nochmal zurück, dieses Ding hier, da kannst du nichts falsch machen. Du kannst es immer nur richtig machen, ja, und vielleicht später richtiger machen. Was wird es daraus machen? Ich weiß es noch nicht. Ich bin mal selbst sehr gespannt. Es wird eine reine Plattenanlage ohne Gelände. Das heißt, diese Anlage wird flach sein wie eine Flunder, zumindest ohne Häuser, und ist damit natürlich tragbar, verstaubar und ja, und jederzeit auf- und abbaubar. Quasi wie eine richtige Weihnachtsanlage. Und um es nicht nur theoretisch zu erzählen, hier einfach mal ganz praktisch, was ich damit meine, wenn man sich solche Quadranten, irgendwelche viereckigen, ja, Stückchen anreißt, anzeichnet, das birgt
zwar die Gefahr, dass du eventuell etwas gezwungen bist, aber bevor du gar nicht weißt, was du mit dieser Fläche anfangen sollst, ist das eine sehr gute Möglichkeit, einfach mal, ja, einen Start zu finden. Und wenn man diesen Start erstmal gefunden hat, geht es quasi ganz von allein. Aber man ist einfach gehemmt, auf so einer Platte, die komplett jungfräulich ist, einfach irgendwas loszukleben, ohne vorher zu wissen, was Sache ist. Ich zeichne euch jetzt, ich habe mir ein Viereck ausgesucht, und zwar genau dieses, zeichne ich euch jetzt an und werde das, was ich gerade erzählt habe, einfach mal versuchen, selber zu machen. Dieses Viereck soll gestaltet werden. Nur dieses Viereck, nichts sonst. Sehr oft habe ich es sehr gerne, wenn ein Häuschen draufsteht. Und ihr wisst, diese Plastikhäuschen finde ich großartig. Dieses hier war in einem Set ein sehr, sehr günstiges Haus von Faller. Das war ein Dreier-Set und ich glaube für 30 Euro zum Zusammenbauen. An den Flecken seht ihr, dass ich es zusammengebaut habe. Und es war auch schon mal auf einer Anlage drauf. Das sieht man hier an der Wiese, die oben drauf geklebt ist. Ansonsten haben wir hier noch kleine Töpfe, wo später noch ein bisschen Blume reinkommen kann. Alles nur zum Verzieren. Ich finde, wir stellen dieses Häuschen einfach mal hier hin und sagen, es soll genau hier stehen. Und um das Ganze zu fixieren, mache ich hier einfach mal einen Umriss um diese Grundplatte des Hauses. Ja, so. Diese Grundplatte ist ja einfach mit dran und die gehört dazu. Das ist auch gleichzeitig ein ganz kleines bisschen Gelände, ein bisschen Erhöhung. So, und jetzt wissen wir ganz genau, hier ist das Haus. So, jetzt brauchen wir bei jedem Haus, ist außenrum immer ein Zaun. Naja, nicht immer, aber bei uns sehr, sehr oft. Zäune machen das Ganze realistisch, gemütlich. Da müssen wir uns nichts mehr überlegen. Das nächste ist, ich hätte unglaublich gerne einen kleinen Feldweg und einen Parkplatz. Das heißt, wenn wir hier unser Haus haben, hätte ich gerne hier überall Grün und Bäume und Büsche und Menschen und. Und ich hätte aber gerne einen Weg hier vor. Hier könnte vielleicht irgendwann mal eine Straße sein. Ich hätte aber auch gerne hier so eine Art Parkplatz. Das heißt, da darf keine Wiese hin. Und wenn da keine Wiese hin darf, dann klebe ich mir das einfach ab. Also zum einen hier, wenn wir hier so eine Art Parkplatz möchten, dann kleben wir uns das hier ab. So. Ein Klebeband daneben. Hier wollen wir ein bisschen das paar mehr Autos hier parken. So. Und hier kommt der Weg. Der Weg ist ganz schön breit. Da müssen wir noch ein bisschen was verändern. Und das machen wir ganz einfach. Und zwar kommt jetzt hier unser Cuttermesser zum Einsatz. Ich möchte, dass der Weg etwas schmaler ist und zwar nur so breit ist. Schon mal sehr gut. Das können wir uns hier auch beschneiden. Die Seite kommt weg. Das kommt auch weg. So, dann haben wir hier schon mal unseren Weg. Als nächstes haben wir hier unseren Parkplatz. Der soll natürlich auch ein bisschen rechteckiger sein. Also schneide ich uns hier dieses unsanft abgerissene Eck weg. So habe ich jetzt hier auch ein schönes Viereck. Das funktioniert auch sehr gut. Und ansonsten müssen wir sonst noch was abkleben. Ja, ich hätte ganz gerne, dass hier so eine Art Sitzgruppe ist, dass hier Menschen sitzen können. Das heißt, hier mache ich auch so ein bisschen Klebeband hin. So. Und so. Und dann wird das Ganze so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Rund, abgeschnitten. So, mal gucken. So. Ah, das ist doch traumhaft schön. Da könnte jetzt quasi ein Tisch mit Stühlen stehen oder eine Bierbank und ein Baum. Baum ist immer gut, ihr wisst Bescheid. So, sieht doch schon mal sehr schön aus. So, und für mich als Grobmotoriker muss ich einfach ein bisschen aufpassen. Wenn ich nämlich zu schnell arbeite, dann nehme ich es immer nicht so genau. Aber, ich habe das schon mal in einem anderen Video gesagt, bei uns ist es leider so, je genauer, umso realistischer. Unsere Grenzen, unsere Grundstücksgrenzen sind auch oft rechteckig.
wenn man nicht gerade einen Bach dazwischen hat. Also auch hier haben wir ein rechteckiges Grundstück, beziehungsweise vielleicht sogar ein quadratisches Grundstück. So, jetzt haben wir alles abgeklebt und ihr wisst schon, was jetzt kommt. Holzleim gibt es in größerem Gebinde sehr, sehr günstig. Im Baumarkt kriegst du halt oft diesen Ponalleim. Er ist nicht minder gut oder schlecht, je nachdem. Für unsere Verhältnisse oder für unseren Gebrauch ist der billigste Holzleim gerade gut genug. Es gibt eine Ausnahme, und zwar, wenn wir Sachen verbinden wollen und sie sollen sofort halten. Also wenn wir Styropor kleben wollen oder irgendwas in dieser Richtung, dann ist natürlich der Ponalleim fix und fest großartig dafür geeignet. Ich habe ja schon ganz ausführlich davon geschwärmt. In dem Fall ist es einfach nur ein sehr, sehr billiger Holzleim. Der wird jetzt einfach aufgetragen. Normal nehme ich einen Pinsel. Ich probiere es heute mal mit dem Finger. Einfach nur, weil ich es kann. So, und versuche so ein bisschen akkurat zu sein. Das gelingt mir aber immer so semi-gut. Zum Glück habe ich das meiste abgeklebt. Das Einzige, was nicht abgeklebt ist, ist der Grundriss vom Haus. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Wenn da ein bisschen was drüber geht, macht das überhaupt gar nichts. So, hier noch einfach schauen, dass überall gleichmäßig der Holzleim drauf ist. So, Holzleim ist wasserlöslich. Also ich kann mir den Finger waschen. Mit normalem Wasser und alles geht ab. Das ist das Schöne. Deswegen benutzt man das auch super, super gerne. Es ist so eine Art Bastelkleber. Und ihr seht, der ist leicht weißlich. Erinnert mich so ein bisschen an Mehlschwitze. Und wenn er aber trocken wird, dann wird dieser milchige Weißleim komplett durchsichtig. So, wunderbar. Jetzt haben wir alles das eingeschmiert, was eingeschmiert gehört. Und als nächstes können wir unsere Klebestreifen wieder abmachen. So. So. Sehr schön. Dann haben wir hier noch einen. Runter damit. Und dann haben wir hier noch was. Na. Also, sehr schön. Das kriegen wir doch sehr gut hin. So. Komm schon. Wunderbar. So, und ihr seht schon, worauf das Ganze hinausläuft. Jetzt kommt wunderschönes Streugras. Mein Lieblingsstreugras, Frühlingswiese. Frühlingswiese liebe ich deswegen, weil Frühlingswiese ist hellgrün. Und dadurch, dass im Winter ja alles draußen grau und trist ist, finde ich hellgrüne Frühlingswiese echt großartig. Ihr könnt euch mal vielleicht ein bisschen genauer anschauen, wie ich das jetzt mache. Ist ja kein Hexenwerk. Wir benutzen natürlich keinen Grasmaster oder irgendwas. Dafür sind die Anlagen viel zu stümperhaft. Wir sind, wie gesagt, keine Profis. Wir machen das nur für den Spaß und nicht fürs perfekte Ergebnis. Denn ich finde, bei mir verfliegt der Spaß, wenn es zu lange dauert. Wenn es einfach zu lange dauert. Und daher machen wir das jetzt so. Wer meinen Kanal öfter guckt, der weiß, dass ich normalerweise hier braune Farbe mit dem Holzleim vermische, geht aber auch so. Wir streuen das Ganze einfach nur grob hier drauf, denn hinterher, oh, noch was vergessen. So, nichts passiert. Denn hinterher kann ich das überschüssige Gras einfach absaugen. Entweder ihr nehmt einen ganz normalen Haushaltsstaubsauger und stülpt ein Stück Stoff in das Rohr, sodass quasi
das Gras aufgesaugt wird, aber an dem Stück Stoff hängen bleibt. Das funktioniert sehr gut. Ich habe das auch schon mal gezeigt. Ich nehme einen Handstaubsauger, der komplett leer ist, und sauge das Ganze dann einfach auf. Und das überschüssige Gras wird wieder zurück in den Eimer geschüttet. Weil ich ungeduldig bin, nehme ich ein Brettchen und drücke das Gras richtig schön fest an. So. Genau, auf dem Brett ist nichts drauf. Wir haben ja quasi die komplette Schicht mit dem Leim bedeckt mit Gras. Und zwar sehr großzügig. So, und jetzt kommt der große Moment. Wir nehmen Staubsauger. Und so sieht jetzt unser kleines Teilstück fertig aus. Wunderschön, begrast, bewiest, wie auch immer. Und die restlichen hellen Stellen müssen natürlich jetzt auch noch bedeckt werden. So, jetzt wird es ein bisschen divisiler. Ein Klecks Holzleim hier drauf. So. Bisschen mehr. Wunderbar. Und das kriege ich nicht mehr mit dem Finger hin. Das wird klarer Fall mit dem Pinsel gemacht. Ja, so einen kleinen Pinsel wie für Wasserfarben oder wie auch immer. Gehe jetzt hier rein. Ah ja, das zieht aber ganz schön. Sag ich ja, Mehlschwitze. So, ein bisschen drehen. So, und jetzt wird das ganz vorsichtig hier quasi mit Leim versehen. Das Gute ist, hier kann ich ja außen rum. Hier ist ja mein Das hier ist mein Klebeband. Da kann nichts schief gehen. So. Ja, super. Ich lobe mich gerade selbst. Ist auch nicht schlecht. So, und jetzt gehe ich noch hier rein. Oh. Ja, na klar. Naja. Jetzt hier noch ein bisschen. Pinsel beiseite. Als nächstes kommt hier Streumaterial. Ich liebe Flock. Flock ist was Großartiges. Ich versuche so gut wie möglich natürlich hier ranzugehen. Aber es muss ja nicht unnötig
mit in die Wiese eingearbeitet werden. Man kann es zwar hinterher raussaugen, aber das ist jetzt nicht unbedingt so das, was das Ziel sein sollte. Auch hier wieder richtig gut Flock drauf. So. Ui, ein bisschen übertrieben. Wunderbar. So, gut. Jetzt kommt der Klebestreifen ab. Die Wiese von meinem Handstaubsauger, die ich abgesaugt habe, kommt raus. So. Staubsauger zusammenbauen. Alles schön festdrücken. Und wie immer absaugen. Zäune gibt es wie Sand am Meer, in dem Fall von noch 13096 Gartenzäune. Es sind drei verschiedene Gartenzäune, von keinem einzigen ist wirklich richtig viel was dabei. Deswegen stückel ich das Ganze. Ich merke dann schon, ja, hier passt ganz gut was rein. Hier brauche ich irgendwas Kleines. So. Und hier ein bisschen was Größeres. So. Und wie durch ein Wunder passt das natürlich sehr schön. Und das wird jetzt geklebt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten des Klebens. Die sicherste und auch gesündeste Möglichkeit ist, den Ponal fix und fest zu nehmen. Er hat eine sehr zähflüssige Konsistenz. Und wenn er noch feucht ist, dann bleibt trotzdem das zu klebende Objekt stehen oder es haftet schon mal grundsätzlich. Das ist sehr schön. Die Alternative ist, wenn ihr zum Beispiel Sekundenkleber nehmt. Ich habe hier den billigsten Sekundenkleber auf der ganzen Welt. Er funktioniert trotzdem großartig. Es gibt zwei verschiedene Arten von Sekundenklebern. Ich kann sie jetzt in dem Fall erkennen, dass der eine gelbe und der andere eine weiße Hülse hat. Es gibt Gel-Sekundenkleber und es gibt Flüssig-Sekundenkleber. Für unsere Häuschen, Gebäude, Zäune und so weiter und so fort ist der Gel-Sekundenkleber natürlich viel besser. Ja? Aber ein riesen Nachteil, ihr seht schon das Ausrufezeichen, welches hier zwar auch drauf ist, aber dieser Sekundenkleber, wenn du damit arbeitest, nicht bei jedem, aber bei 90% der Menschen hast du hinterher eine unfassbar entzündete Schleimhaut. Du kannst dieses Zeug eigentlich nur im Freien verwenden. Wenn du eine halbe Stunde mit so einem Sekundenkleber arbeitest und ein Häuschen zusammenbaust, verspreche ich dir, hast du 2-3 Tage mindestens eine komplett verstopfte Nase und du fühlst dich nicht gut. Zum Verarbeiten sind Sekundenkleber großartig. Aber wie gesagt, das ist wirklich übles Zeug. Daher nehme ich heute diesen Ponal fix und fest. So, dann legen wir auch schon mal los, dieses Teil. Ich habe das von einer anderen Anlage schon mal verklebt. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn es nicht so hundertprozentig zusammenpasst. Aber du machst das ganz einfach. Ponal fix und fest. Du kannst es punktuell machen. Je mehr Punkte, umso stabiler natürlich. Oder in einer Wurst, aber das Zeug ist wirklich nicht so super günstig. Deswegen mache ich das jetzt mal ein bisschen sparsamer. Und ich kann jetzt ganz einfach hier, seht ihr, den Zaun dahinstellen und er steht von ganz von alleine. Ja, jetzt könnte ich noch hier vorne diese kleinen Dinger wegmachen. Aber ich kann euch sagen, wenn das Ganze getrocknet ist, dann verliert das sowohl Volumen als auch Farbe. Trotzdem, vielleicht kann man das ein klein wenig schöner machen. Mal schauen. Ja, ich versuche jetzt einfach nur mit einem Rest Styropor
das Ganze so gerade, so ein bisschen gerade zu ziehen. Das reicht schon. Mehr muss nicht. Und ihr seht, wie stabil das steht. Sowas hast du... Moment. Sowas bringt dich zur Verzweiflung. Also auch wenn du da mit Sekundenkleber arbeitest oder so, es braucht ja trotzdem eine Minute, bis das Ganze fertig verklebt ist. Und sowas sieht natürlich dann gleich viel schöner aus. Dasselbe machen wir jetzt hier. Zaun hinstellen. Ihr könnt das sehen. Gucken, geht das, wenn ich es hinstelle? Ja, es hält. Wunderbar. An diese rechte Seite soll Hecke kommen. Hecke ist nicht so aufwendig zum Montieren, sage ich jetzt mal. Einfach hier wieder mit Ponal fix und fest. Normaler Holzleim hat nicht diese Anfangsbindung. Deswegen hast du da einfach ein Thema mit. Ich nehme jetzt so ein Reststück Hecke. So, ein bisschen auf Länge schneiden. Hier ungefähr. So. Dann wird das ganz vorsichtig hier drauf gesetzt. So, da. Wunderschön. Schon hat man jetzt auf der rechten Seite eine Hecke. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Jetzt kann man mal gucken, wenn man noch so ein kleines Auto dazu stellt. Finde ich, sieht das doch schon mal gar nicht so übel aus. Ja, und für den hinteren Teil, ich kann es mir nicht verkneifen. Ich weiß, euch hängt es schon zum Hals heraus. Mir aber nicht. Ich liebe es. Meine selbstgemachte Mauer mit meiner Mauerrolle. Ich finde immer noch, sie hat ihre Daseinsberechtigung. Egal wo. Ihr seht, ich habe dieses Stück Mauer auf 1 cm Styrodur drauf geprägt. Es ist ein Reststück, ja, und diese Mauer ist eindeutig zu dick. Aber Styropor lässt sich glücklicherweise mit einem scharfen Teppichmesser unglaublich gut bearbeiten. Und das zeige ich euch jetzt mal. Wir gehen einfach hier mit dem Teppichmesser ran, auf der Hälfte des Styrodurs und ziehen einfach durch. Ich will es euch natürlich zeigen, daher ist das jetzt gar nicht so einfach, aber ich glaube, ihr seht, wie schön man hier arbeiten kann. Hier mal von oben ganz kurz, haben wir jetzt eine wunderschöne dünne Mauer, die man jetzt da hinten wunderschön platzieren kann. Hier noch ein Edding, was geschmiert, das wird noch schön abgeschnitten. Ihr seht, ich bin wirklich sparsam, weil das Zeug ist in meinen Augen auch wirklich etwas teuer. Nicht so schlimm wie die Faller Straßenfarbe, aber auch schlimm. Ja. Trotzdem, der gute Stoff muss trotzdem her. So, nachdem ich jetzt ungefähr weiß, wie meine ganze kleine Szenerie sein soll, ich mir ein paar Figuren herausgesucht habe, kommt das jetzt darauf an, die Bäume zu setzen. Ich brauche Bäume und Sträucher. Ich würde mal sagen, hier kommt einer hin. Ihr kennt ja meine Lieblingsbäume. Wir stecken einen wunderschönen Baum hinein. Es sieht doch gleich viel schöner aus. Dasselbe machen wir auch da hinten. Von hinten nehmen wir ein bisschen was Helleres, etwas Helleres Grün. Machen wir das so. Dann haben wir jetzt hier 3 Bäume. Und das sieht doch jetzt gleich schon viel, viel, ja, gemütlicher aus, oder? So, und jetzt diese Stelle. Sie muss mit Leben gefüllt werden. Wir brauchen kleine Szenen, wir brauchen Männchen, Figuren, Tische, Stühle. Das ist, um es einzeln zu beschreiben, etwas langwierig. Daher schaut euch jetzt in 2 Minuten an, was eigentlich 6 Minuten dauert. Und ja, hier kommt quasi der Patriarch. Er sitzt mit Anzug und Krawatte im Garten am Tisch. Neben ihm eine Dame und ein leerer Stuhl. An dieser Szene hätte ich gerne, dass eine Frau mit Kind gerade die Tür des Autos zuschlägt, während der Mann geduldig, halb gelangweilt auf der anderen Seite des Fahrzeugs wartet. Da ich den RC-Modellbau sehr schätze und die Firma Graupner, die es ja leider seit geraumer Zeit nicht mehr gibt, müssen auf meiner Anlage neuerdings immer Modellbauer auch vorhanden sein. In diesem Fall sind es Flugmodellbauer,
Ich habe damals auch den RC-Uhu von Graupner zusammengebaut und fliegen lassen und natürlich alle anderen Sachen von Graupner, was mein Taschengeld hergegeben hat, gekauft, wie zum Beispiel den Crusher, den Zyklon, den Lotse und noch natürlich den Adolf Bernpohl mit seinem Beiboot. Wie gesagt, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, so etwas auch zu bauen. Der Übergang zwischen der Kunststoffgrundplatte des Hauses und der Umgebung lässt sich sehr schön gestalten, indem man die Grundplatte mit normalem Holzleim einschmiert. Hier hat der Holzleim fix und fest nichts verloren. Es muss normaler Holzleim sein. Ich mache mal die Bäume raus, kann man besser arbeiten. Und dann quasi den Übergang mit Gras oder mit Flock so bearbeitet, dass es einen homogenen Übergang gibt. In fast jeder Häuserpackung mit Blumen sind solche Schaumstofffetzen dabei. Diese sind ein sehr schönes Blumenimitat. Einfach ein bisschen Holzleim in unsere Kübeltröge, Blumentöpfe reingeschmiert und mit der Pinzette etwas davon obendrauf. Ich gebe mir da nicht sehr viel Mühe, denn der bessere Effekt, wenn man eine Stunde dran braucht, ist marginal im Vergleich dazu, wenn man einfach ein bisschen was obendrauf streut und das war's. Im Vordergrund haben wir nun drei Szenen. Rechts der Audi, in der Mitte die Modellbauer und links quasi die Sitzgruppe, die gemütlich unter dem noch nicht vorhandenen Baum sitzt. Als nächstes wird im Hintergrund jetzt der Uropa mit seiner Frau dargestellt, die gerade aus dem Haus kommen, und auf der linken Seite ein Lebemann mit einem Kind auf den Schultern, und das soll es aber gewesen sein. Zusätzlich gibt es noch einen Telegrafenmasten, der einfach als Deko mit eingebaut wird, weil er sich gut macht, nicht weil er in irgendeiner Form logisch ist. Und mit diesem kleinen Mini-Diorama entlasse ich euch jetzt in den wohlverdienten Feierabend. Oder wann auch immer ihr gerade dieses Video schaut, ich möchte euch nur zeigen, wie einfach es ist, hier mit ein bisschen Fantasie ein paar Männchen, einem Häuschen ohne Farbe, eine kleine Szene zu schaffen, die an Gemütlichkeit zwar zu toppen ist, aber für die Einfachheit der Herstellung, glaube ich, wirklich schön anzusehen ist. Und ihr seht, wie einfach man sich tun kann, wenn man einfach hier einen Quadranten nimmt. Man nimmt einfach hier ein Lineal und macht so Vierecke. Und jedes Viereck wird einzeln bespielt und einzeln gestaltet. Und dann tut man sich viel leichter, als wenn man jetzt irgendwie eine riesengroße Platte hat und überhaupt gar nicht weiß, wo man denn anfangen soll, wo man aufhören soll. Und daher finde ich, das hier ist eine sehr schöne Möglichkeit, um reinzukommen in dieses wunderschöne Hobby Modelleisenbahn. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Trefft euch mit netten Menschen, trinkt einen Tee und bis bald. Tschüss!